Ihr wisst ja, dass ich sehr viele Abstimmungen mache im Bereich Nissan 350Z, 370Z, Juke, GTR und so weiter. Und meine Standardfrage an den Kunden ist immer, wenn der kommt, was hast du getankt? Die Standardantwort ist meistens, natürlich Super Plus, 98 Oktan. Da bin ich manchmal schon froh, dass er nicht gesagt hat, ich habe nur super getankt, 95 Oktan. Gab es auch schon mal, man möchte es nicht glauben, aber gab es schon mal. Aber ich bin viel glücklicher, wenn der Kunde sagt, ich tanke nur Aral Ultimate 102 oder V-Power Racing 100 Oktan. Macht mir das Leben leichter. Warum? Das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe hier jetzt mal einen Laptop stehen. Ich habe ein Logfile aufgemacht. Das Logfile ist quasi die Diagnosedaten beim Autofahren, also beim Beschleunigen zum Beispiel, wie ich es dann auch mache. In dem Fall jetzt hier vierter, fünfter Gang von dem Nissan 370Z, der nicht ganz optimalen Sprit drin hatte. Ja, es ist auch nicht unwesentlich, wo man jetzt zum Beispiel auch tankt, ja, also welche Tankstelle man jetzt Super Plus zum Beispiel tankt. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel Autohöfe oder Autobahnen Tankstellen nicht so hoch frequentiert sind bei Super Plus zum Beispiel und dass der Sprit dort deutlich länger in den Tanks liegt, bis er halt nach- oder aufgefüllt wird. Ja, das war bei dem Kunden der Fall. Der ist irgendwie auf dem Autohof gefahren, wo halt nur eigentlich LKWs tanken und hat da halt das Super Plus getankt. Was da jetzt passiert ist bei der Abstimmung, das zeige ich euch, wie gesagt, jetzt mal. Dazu schalten wir uns mal hier auf den Laptop. So, jetzt müsstet ihr eigentlich das Logfile hier schon sehen. Ich erkläre euch mal kurz, was ihr jetzt hier genau seht. Und zwar ist das im oberen Bereich ist das die Gaspedalstellung. Darunter ist die Drehzahl. Darunter ist die Vorzündung. Darunter ist die Ansauglufttemperatur. Die habe ich jetzt mal als Referenzwert dazu genommen. Darunter ist die Zündkorrektur. Und darunter ist die Drosselklappenstellung. Warum habe ich jetzt diese Bereiche aufgeführt? Also erstmal seht ihr im oberen Diagramm, das ist halt Gaspedal durchgelatscht, ja, also bis es nicht mehr geht, vierte, fünfte Gang, wie gemerkt. Also ja, die eine Unterbrechung, die wir hier im oberen Drittel haben, das ist halt der Schaltvorgang, vierte auf fünfte Gang. Dann haben wir, wie gesagt, die Drehzahl, die Vorzündung, dann die Ansauglufttemperatur. Ansauglufttemperatur ist auch immer so maßgeblich für die Vorzündung. Das heißt, je heißer es natürlich draußen ist, desto heißer ist meistens auch der Sprit und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Motor ein Klopfen und Klingeln generiert. Jetzt sehen wir hier, haben wir eine Ansauglufttemperatur von 20 Grad ungefähr gehabt. Ja, das heißt, also wir haben hier 20 Grad im mittleren Bereich und ganz unten haben wir irgendwo 19 Grad. Also alles human. So, Zündkorrektur seht ihr hier schon. Die Skalierung ist von 0 bis minus 4. Das heißt, wir haben hier bei Drehzahl, was haben wir hier oben, genau 5000 Umdrehungen. Also da, wo eigentlich der 370Z-Motor sein maximales Drehmoment entwickelt, korrigiert plötzlich die Zündung. Und zwar nach unten. Und zwar deutlich nach unten. Ja, also wir gehen hier schlagartig runter auf minus 3 Grad Vorzündung, was sich dann auch hält und im fünften Gang sogar bis auf minus 4 Grad runtergeht. So, ganz unten habe ich jetzt nochmal die Drosselklappenstellung dazu genommen, damit ihr seht, dass zum Beispiel nicht das ESP eingegriffen hat oder ähnliches. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel Schlupf kriegt und das ESP ist noch aktiviert, würde jetzt die Drosselklappe halt zumachen. Das heißt, man müsste da halt auch einen Einbruch sehen. Der einzige Einbruch, den wir jetzt hier sehen, ist halt wirklich auch wieder nur der Schaltvorgang, vierte auf fünfte Gang. So, und ja, wie gesagt, also wir haben hier den Einbruch von der Zündung. Warum geht die Zündung da zurück? Ganz einfach erklärt, der 370Z, der hat zwei Klopfsensoren, pro Bank eine, und die haben Schwellenwerte, wann die, also die hören die permanent eigentlich zu. Es gibt auch Bereiche, wo sie halt genauer zuhören. Und es gibt Bereiche, wo sie gar nicht zuhören. Also es gibt zum Beispiel so Leerlauf oder sowas, da hört er nicht zu, der Klopfsensor. Also der Steuergerät reagiert letztendlich nicht drauf. Aber es gibt halt Lastbereich, also ab Teillastbereich von ja schon ab 2000 Umdrehungen bis hoch zu 6000 Umdrehungen hört er halt sehr gut zu und reagiert entsprechend auch. Dafür gibt es halt Schwellenwerte. Werden diese Schwellenwerte überschritten, wird die Vorzündung reduziert.
Ganz einfach Motorschutz, ne, damit es halt kein Klopfen kommt, also quasi diese Selbstentzündung des Sprits und dadurch halt Schäden verursachen kann. Ne, zum Beispiel Kolbenringbruch ist ein typischer Schaden für Klopfen. Und dadurch kannst du natürlich auch den Motor schrotten. Ja, der Schwellenwert wurde hier überschritten aufgrund des schlechten Sprits, der jetzt im Tank war. Und aufgrund dessen haben wir hier eine Reduzierung der Vorzündung. Ja, also wir sind jetzt hier bei Vorzündung selber, das ist hier der Ignition Timing, der sogenannte, haben wir eine maximale Vorzündung von lediglich 26 Grad im vierten Gang und nur noch 23 Grad bei 6200 Umdrehungen im fünften Gang. Ja, das heißt also, es fehlen hier ganz locker 3 bis 5 Grad, die man einfach aufgrund von Sprit noch mehr haben könnte an Vorzündung und dementsprechend natürlich auch eine höhere Leistungsausbeute hat. Deswegen mein Tipp für maximale Performance, den geilsten Sprit, den es überhaupt gibt, das ist Aral Ultimate 102. So ist es leider. Für diejenigen, die dann sagen, oh, ich habe keine Aral bei mir um die Ecke, mein Gott, ihr fahrt ein Z, ihr fahrt ein GTR, ihr fahrt einen schönen Juke, fahrt doch einfach bis zur nächsten. Das macht doch Spaß. Dafür habt ihr die Autos doch gekauft. Und von daher, wer dann zum Abstimmen kommt, dem empfehle ich halt für maximale Leistungsausbeute und für eine schöne Zahl auf dem Leistungsdiagramm entsprechend guten Sprit zu tanken. Aral Ultimate 102. Ja, das ist so mein Tipp, was es an Tanken angeht. Noch ein kleiner Tipp, wenn ihr zum Abstimmen kommt, dann mag ich es nicht, wenn die Reservelampe an ist, ja, weil ich fahre mit dem Fahrzeug und entsprechend brauche ich natürlich auch Kraftstoff im Tank. Ja, das heißt also, wir brauchen mindestens, also es wäre schön, wenn der Tank mindestens halb voll ist, ja, damit wir noch einen gewissen Puffer haben, um das Fahrzeug halt abzustimmen. Das ist der zweite kleine Tipp und von daher alles gut. Genau. Wenn ihr mal im Urlaub sein solltet, ihr fahrt zum Beispiel nach Frankreich oder nach Italien, da gibt es manchmal kein Aral Ultimate 102. Was ist da zu beachten? Ganz einfach, gibt kein Vollgas. Ja, also ihr seht jetzt hier, wir haben eine Zündadaption ab 5000 Umdrehungen gehabt unter Volllast, ja, das heißt im vierten, fünften Gang, da sind wir halt schon deutlich im Bereich von einer hohen Geldstrafe im Ausland, ja, also gerade wenn ihr durch die Schweiz fahrt und von daher gibt einfach nicht so viel Gas, wenn ihr dort wirklich nur im schlimmsten Fall wirklich 95 Oktan tanken könnt, ja. Also selbst wenn da Premium-Sprit dran steht und soll 98 Oktan sein, das Gros der Franzosen zum Beispiel tankt wirklich halt das 95 Oktan und dementsprechend liegt dann auch sehr lange das 98 Oktan Zeug halt im Tank. Ja, und das wird halt nicht mit der Zeit besser, das verliert halt wirklich an Wertigkeit und somit auch an Oktanzahl. Ja, von daher müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Wie gesagt, wenn ihr mal Gas gebt, ihr seht halt, es gibt eine Schutzfunktion durch den Klopfsensor, die Zündung wird reduziert, werdet vielleicht auch merken, dass die Leistung nicht so wie sonst da ist, aber das ist klar, der Motor wird halt geschützt durch diese Funktion. Kommt ihr dann wieder zurück nach Deutschland und ihr tankt dann wieder permanent Aral 102, dauert das ungefähr, ich sag mal, 2 bis 3 Tankfüllungen, bis ihr wieder maximale Performance habt, also wie euch wieder an diesen Sollbereich angenähert hat von der Zündung. Also das müsst ihr halt beachten. Ihr könnt nicht verlangen, ich habe jetzt wieder einen Tropfen Aral Ultimate 102 drin, jetzt muss ich wieder volle Leistung haben. Das funktioniert nicht. Die Zündung braucht eine Zeit lang, um sich halt wieder vollwertig zu adaptieren. Ja? Also das im Hinterkopf behalten, wenn ihr dann mal ins Ausland fahrt. Ja, das war's schon. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten liken, teilen. Und bis zum nächsten Video. Euer Tino.